Herzlich willkommen, liebe Damen, herzlich willkommen, liebe Herren, Ladies and Gentlemen, hier aus unserem Trading Floor in Frankfurt, ja, zum heutigen Team Trade des Tages. Zu Beginn, es wird natürlich heute ein kleines Update geben, da haben wir wie immer unseren Daily Business DAX mitgebracht. Des Weiteren ja ein Trade-Update auf den möglichen neuen deutschen Fußballmeister, das wird sich dann an diesem Wochenende entscheiden, nämlich die Borussia Dortmund und auch unseren heutigen Team-Trade des Tages. Da haben wir natürlich das glänzend scheinende Gold heute im Angebot. Ja, die Märkte sind natürlich jetzt zusehends nervöser geworden in den letzten Tagen. Wir haben es gesehen, die letzten drei Tage, kann man sagen, etwas negativere, rotere Vorzeichen. Der DAX kam etwas stärker runter. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Doch ja, die Anleger sind einfach nervös, da sich nun mal so langsam die Zeit dem Ende neigt. Denn bis nächste Woche Donnerstag muss schon fast ein Deal auf dem Tisch liegen, der auch bereit ist, durchgewinkt zu werden von ja, dem Kongress. Ansonsten sind die USA zahlungsunfähig, würden in die Zahlungsunfähigkeit schlittern. Und natürlich die Folgen, die noch nicht abzuschätzen sind. Doch man geht von schwerwiegenden Folgen aus. Und das merkt man bisher auch an den Aktienmärkten. Die Anleger sind nicht mehr so ganz überzeugt, dass noch rechtzeitig ein Deal zustande kommen wird. Denn auch die Ratingagentur Fitch hat gestern dann verlauten lassen, man würde die Bonität der USA herabstufen, sollte es dazu kommen, dass man zahlungsunfähig ist. Und das alles macht die Märkte natürlich in den letzten Tagen nervös, macht die Anleger ein bisschen scheu, nochmal größere Investments zu tätigen in Risikoassets. Nein, stattdessen, kann man sagen, verkriecht sich ein bisschen mehr in die sicheren Häfen oder wartet erstmal an der Seitenlinie ab, bis es Entwarnung oder zumindest irgendwo weißen Rauch gibt. Schauen wir am besten mal direkt genau in die Charts rein. Dann haben wir als erstes unseren Daily Business DAX, ja, der dann doch, zumindest sieht man hier, die 16.300er Marke dann doch etwas stärker und deutlicher jetzt verlassen hat. Wir sind auch wieder unter der psychologisch wichtigen oder signifikanten 16.000er Marke gelaufen, sind jetzt hier bei 15.008. Doch auch für alle DAX-Bullen ist noch nicht alles verloren, denn warum? Wir sehen auch hier, der Trendkanal ist immer noch aufwärts gerichtet und immer noch intakt. Das heißt, auch hier mögliche Unterstützungen, die dann im Bereich von 15.700, 15.600 oder mögliche 15.500 vielleicht nochmal den DAX auffangen, um einen Turnaround einzuleiten. Wenn denn doch noch rechtzeitig Entwarnung kommen sollte und eben Damen und Herren Republikaner und Demokraten sich doch noch irgendwie auf einen Konsens einigen könnten. Also hier soll man nicht davon ausgehen, dass schon die Lichter aus dem DAX, unser heimischer Aktienindex, der ja sowieso die letzten Wochen, letzten Monate, ja auch seit Beginn des Jahres, hier sieht man vorzüglich seit der 13.800er Marke im Grunde genommen, ja mit kurzen Konsolidierungen immer wieder, doch am Ende überwiegend aufwärts bullig gelaufen ist, also wirklich große Klasse, hier Chapeau. Natürlich werden wir nachher hier dann eben auch mit unseren Händlern um 14.15 Uhr nochmal im Detail darauf eingehen, hier bei heavytraders.live, ob eben, ja, was möglich ist jetzt im DAX, ob wir doch nochmal den Turnaround erleben oder ob wir doch vielleicht ein bisschen mehr in Deckung gehen oder uns doch eher mit Shorts eindecken. All diese Dinge werden wir natürlich nachher hier ausführlich besprechen. Ja, kommen wir dann zu einem Trade-Update und da haben wir eben ja die BVB-Aktie, die auch ein bisschen, ja, ich sag mal, unseren Puls schön hochhält. Warum? Denn die Aktie, als wir sie dann vorgestern ins Depot gelegt haben, zunächst einmal hier oben bei 5,90 Euro circa mal im Plus war. Wir waren knappe 100 Euro im Plus und dann hat die Aktie abgegeben am Tag später. Ja, haben wir dann mit 150 Euro ja, im Minus gestartet den Handelstag und haben erstmal ein bisschen verdutzt geschaut. Doch die Aktie hat dann wieder den Weg nach oben geschafft. Und auch hier sind wir immer noch davon überzeugt, dass natürlich jetzt dann mit Richtung morgen und dem Wochenende, dass die Aktie doch nochmal die 6 Euro, mögliche 6,20 Euro übersteigt. Vielleicht auch schon morgen, natürlich desto näher wir dann auch jetzt uns dem Samstag ja, entgegen bewegen, eben zum letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga und die Spannung steigt und eben der BVB jetzt nach 11-jähriger Abstinenz dann die Möglichkeit hat, in den eigenen Händen zu Hause gegen den FSV Mainz 05 eben dann auch das Ganze perfekt zu machen und die Meisterschaft einzutüten, dass die Aktie und vor allem auch die Aktienmärkte das Ganze belohnen und auch dann widerspiegeln wird in der Aktie. Das werden wir natürlich auch hier nachher um 14.15 Uhr live ausführlicher hier bei Heavy Traders besprechen, wie es da aussieht mit der Aktie, wie es weitergehen kann. Ja, der Trade-Part ist meine Wenigkeit und deswegen werden wir dann nachher nochmal im Detail drauf eingehen. Bisher, wir sind wieder ganz, ja, ganz leicht im Minus. Man sieht es hier, minus 40 Euro nahe Einstand, minus 2,86%. Also wir sind immer noch hier vollkommen in Rennen, im Rennen und auch noch alles drinne in der Aktie. Ja, kommen wir dann zu unserem heutigen
Team Trade des Tages. Und ja, da haben wir heute mal ja ein Gold-Zertifikat mitgebracht. Ja, und Gold, ich bin ja auch hier bei uns ja der Rohstoffhändler für Gold und natürlich auch alle anderen bei uns hier, unsere Händlerinnen und Händler, die immer wieder mal Gold traden. Und da ist natürlich einfach die Frage angebracht, kommt der Deal zu spät? Wenn man nämlich mal in den Goldchart schaut, ja, diese enge Spanne zwischen 1.950 Dollar und 1.980 Dollar auf der Oberseite, auf der wir uns hier momentan auch schon seit einigen Tagen bewegen. Die 2.000-Dollar-Marke, die so psychologisch wichtige, die in den letzten Wochen wir immer wieder erlebt haben, die ist jetzt nun mal erstmal nachhaltig gefallen. Das ist nun mal Fakt, denn hier oben auch die Hochs bei 2070, 2080 konnten die Goldbullen nicht handeln. Das war dann alles doch erstmal eine Hürde zu groß. Warum natürlich auch jetzt dieser Abfall? Ja, es gibt eben noch keine Einigung in diesem Handelsdrama, in diesem Handelspoker. Warum? Die Anleger sind immer nervöser. Die Zeit entrinnt, denn bis nächste Woche Donnerstag, der 1. Juni, laut dem Treasury Department, ist die Zeit da, um eine neue Schuldengrenze bzw. die Schuldengrenze anzuheben. Ansonsten würde dem Treasury Department das Geld ausgehen, um die laufenden Rechnungen zu begleichen und man würde in die Zahlungsunfähigkeit schlittern und dementsprechend natürlich fatale Folgen für die Wirtschaft, mögliche fatale Folgen für die Weltwirtschaft. All das ist natürlich irgendwo am Horizont lauert und die Anleger jetzt eher sich in dem sicheren Hafen Dollar flüchten und desto stärker der Dollar wird, natürlich Gold immer schwächer wird und da natürlich hier die wichtigen Unterstützungen bei 1950, 1957, 1940 auf der Oberseite die Widerstände bei 1980, ob diese alle halten werden, diese markanten Marken, das werden wir natürlich hier nachher ausführlich um 14.15 Uhr live besprechen. Hinzu kommt auch noch, ja, dass die Fed ja auch noch im kommenden Monat, nämlich vom 13. 14. Juni tagen wird und natürlich auch da natürlich die interessante Frage sein wird, wie geht es mit den Zinsen weiter? Denn zumindest, ja, es ist irgendwo auf dem Plan, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen, doch auch sie zu senken ist ebenfalls nicht Stand jetzt im Interesse der Fed, wenn man mal die Inflation betrachtet und die Daten zumindest Stand jetzt laut der Damen und Herren der Fed, ist man irgendwo nicht gewillt, Zinsen zu senken und auch das natürlich dem zinslosen Edelmetall Gold nicht unbedingt schmeckt. Genau, das war es soweit aus charttechnischer Sicht. Das zu diesem ja, Team-Trade des Tages dazugehörige Zertifikat hat die WKN MA72CR mit einer K.O.-Schwelle von 2.140 Dollar und 46 Cent, einem Hebel von 10,86 und ein Put von unserer Seite an dieser Stelle, nämlich ein Turbo-Put auf Gold, nämlich dass der Goldkurs weiter abgeben wird in diesem Szenario der Ungewissheit über ja, diesen Deal-Schuldengrenze der USA. Wann genau wir diesen Trade setzen, mit welcher Idee, mit welcher Umsetzung und welchem Gedanken, das besprechen wir nachher hier ausführlich um 14.15 Uhr auf heavytraders.live. Und ihr habt die Gelegenheit, kostenfrei dabei zu sein. Das heißt, jetzt für euch die Gelegenheit, jetzt euch zu registrieren. Das heißt, geht jetzt auf heavytraders.live, registriert euch. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.